Hallo, ich bin Ebru. Und ich bin besessen. Ich bin besessen von Edward. von Edward Cullen. Immer wenn ich an ihn denke, falle ich so in Trance. Kann mich auf nichts anderes mehr konzentrieren. Oh, das ist unglaublich. Also ich bin ein Riesenfan von Twilight geworden in den letzten 2 Wochen. Ja, ich habe mir den Film gekauft und seitdem bin ich so. Ja, zuerst dachte ich, nur no, scheiß Vampirfilm will ich nicht gucken, aber ja, ihr kennt das ja, ne? Man will immer nicht und wenn man den dann doch gesehen hat, ist. Dieser Typ macht mich fertig, ich kann an nichts anderes mehr denken. Ja, ich habe gerade angefangen, Band 2 zu lesen. Das ist das Falsche, wartet. Da könnt ihr sehen, wie weit ich schon bin. Ja, Band 2 habe ich mir aus Versehen bei Amazon bestellt. Total bescheuert. Ja, ich bin total hin und her gerissen. Ich habe sogar Edward Cullen auf meinem Handy drauf. Oh, wie spät? 15:07 Uhr. Ja, also. Oh. Und ich habe auch einen neuen Klingelton. Wenn das einer hören möchte, der ein oder andere wird es kennen. Meine Lieblingsszene. Einfach diese Baseball-Szene ist einfach so der Oberhammer. Ich hab den Soundtrack gekauft. Hör das, bevor ich schlafen gehe. Dann habe ich euch schon erzählt, dass ich bei MeinVZ in die Gruppe eingetreten bin. Für Edward Cullen würde ich sogar nachts mein Fenster auflassen. Oh Gott, ich glaube, bei mir sind echt ein paar Schrauben locker. Nein, liegt wahrscheinlich daran, dass ich ein Frühchen bin. Oh, da fehlen sowieso ein paar Gehirnzellen. Naja, auf jeden Fall. Edward ist im Moment mein Favorit. Ich muss dabei sagen, ich habe den Trailer für New Moon in meinem Buch, in meinem Kanal, wer sich das angucken will, als ich das gesehen habe, Jacob, ich habe fast einen Herzstillstand gekriegt. Guckt euch das einfach an. So, dann. Ich bin total. Naja, egal. Dann habe ich noch ein paar Favoriten in Sachen Kosmetik für diesen Monat. Besessen Teil 2. Diese Augencreme ist eigentlich ganz cool von Douglas. Kostet allerdings 39 Euro. Die soll Augenschatten und Augenringe ein bisschen verringern. Und ich glaube wirklich, dass es ein bisschen schon besser geworden ist. Die Augenringe. Ich meine, die sind immer noch da, aber sie werden von Mal zu Mal immer weniger. Und von daher hat sich das schon gelohnt für mich. Dann habe ich meinen Concealer. Das finde ich ganz toll, den Elf Bronzer oder was das ist, in Warm Tan für 1,79 €. Habe ich auch Freude drauf. Das verleiht einen schönen Schimmereffekt. Dann habe ich ein Lipgloss. Entschuldigung. Von Wet n Wild. Farbe steht hier leider nicht drauf. E81808. Keine Ahnung. Dann habe ich in der InTouch geblättert. Ich bin ja InTouch-süchtig, muss ich sagen. Wobei ich muss sagen, ich liebe es mir eigentlich nur die Bilder anzugucken. Und da habe ich was entdeckt für euch. Ah, hier, da haben wir das. Was ist jetzt in an Nägeln? Natürlich Nude. Damit wollen die sagen, dass nudiger Nagellack in ist. Und was habe ich gemacht? Sofort natürlich umlackiert. Also ich habe so einen Nude-Ton gefunden, tatsächlich. Finde ich ganz cool. Sieht ganz schicker aus. Und der ist von Alessandro Nail Polish. 5 mm, Millimeter. Milliliter, das ist eine kleine Flasche und die Farbe steht hier leider nicht drauf. 46-08. Ja. Also das ist mein Favorit für diesen Monat. Finde ich ganz toll. Und mein Sarah Connor Parfüm. Das riecht so. Ich weiß nicht, ob das der ein oder andere kennt. Das riecht wie Light Blue, meiner Meinung nach. Also ich habe das gerochen und ich hatte das Parfüm auch schon vorher und wusste sofort, das ist das. Aber die sind halt nicht so. Ich meine, für 9,95 € kannst du das kaufen und alle machen. Und das ist ein Eau de Parfum. Das nennt sich Sarah Connor, habe ich glaube ich schon gesagt. Und ja.
ganz schick, ganz frisch und ja. Ich habe noch einen anderen Favoriten, meine Strickjacke, die liebe ich im Moment. Weiß ich auch nicht, die ist von H&M, die mag ich so gerne. Ja! Habe ich was vergessen? Nee. Ja, das war mein Besessen-Video für diesen Monat. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ich werde euch nicht weiter mit Edward Cullen nerven, aber ich denke, das eine oder andere wird bestimmt noch kommen. Na gut, das war's. Tschüss.